Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Wir sind in Spiel Nummer 2 unseres PVZs, letztes Spiel aus der Round of 32, letztes Match, ob es das letzte Spiel ist, wird sich zeigen. Wir haben in Rot auf Orbital Shipyard unten relativ mittig gespawnt, kann man so sagen. Es ist der Protoss, es ist Endai Thyrim. Und er spielte gegen seinen Kontrahenten, den Zerg. Der Zerg liegt 1-0 in Führung. Hier oben in Blau, es ist der britische Zerg Kelsul. Beziehungsweise Shitoge. Shitoge Besto. Und Shitoge eröffnet hier mit dem exakt gleichen Opening wie im vorigen Spiel. Frühe Pool, frühe Speed. Sechslinge erstmal raus, danach die Queen. Heißt, er möchte wieder einfach vorpushen und Protoss hier in Bedrängnis bringen. Eigentlich ist Protoss Wallem sieht hier schon mal auf Anhieb solider aus. Da ist nur noch eine Lücke und keine doppelte wie im vorherigen Spiel. Und dessen ist auch eine Probe immer noch vorne. Die sieht den ganzen Spaß hier auch. Und zumindest hat gesehen, dass keine Exe momentan da ist. Ja, Speed ist auf dem Weg. Es kommen nochmal zwei Länge hinterher. Ein Overlord bewegt sich natürlich auch in die Richtung. Sei es als Scouting oder als Drop-Overlord. Seine Rolle wird sich später noch zeigen. Auf jeden Fall hier ist sein Wegweiser. Bis hierher kommt er. Schön, Bewegungsindikatoren. Linge, komm jetzt hier rüber, Probe eiert hinterher, denkt sich, ja, ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Ja, links Linge, komm jetzt hier nun hoch, werden sehen, dass hier nicht viel geht, außer der Protoss ist wieder nicht auf Full Position. Man kann das ganz schnell, ganz böse ernten. Nein, Protoss hier steht auf Full Position. Probe kommt hier sogar auch noch durch, Schild hier am Salad vorbei. Jetzt Linge knapp ein bisschen das Gateway an, machen auch gut Damage, das halbe Schild ist schon runter, das halbe bewegt sich jetzt hier raus, ist da arg mutig. Eigentlich jetzt kommt sein zweiter Kollege, heißt damit ist diese Lücke dicht, dann könnte sich auch das nächste Salad rauswagen. Währenddessen Overlord morpht sich hier sein Drop-Upgrade, heißt wir werden einen Link-Drop sehen. Link-Speed wird jetzt dann gleich fertig und die zweite Hatch vom Zerg kommt ebenfalls durch und der Protoss hat seine Natural schon. Heißt wesentlich stärkere Start von Thyrim hier in Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 1 sah die ganze Sache wesentlich schlechter für ihn aus. Overlord eiert jetzt hier langsam an die Kante, sieht, dass hier nichts ist, um ihn zu scouten. Und ha, just in dem Moment eine Probe fährt raus, setzt hier einen Pylon. Bauende Gebäude haben noch nicht den vollen Sichtreihe. Das heißt, der Pylon sieht den Overlord momentan noch nicht. Da wird jetzt hier eingeladen und dann soll es jetzt hier in die Mainbase 8 Linge geben. Das ist vielleicht noch gar noch ein Follow-Up-Drop von den letzten zwei. Man kann hier ein bisschen Elevator spielen. Ein bisschen Aufzug. Ja, Linge werden jetzt hier ausgeladen, ging gleich mal den frisch gebauten Pylon an. Und der nimmt hier auch ziemlich viel Damage. Die Settles sind als sehr out of position. Rennen jetzt hier erst hin. Allerdings Linge lassen jetzt vom Pylon ab, rennen jetzt hier einmal um die Probe-Line. Und die jagen auch die Linge schon wieder. Jetzt geht's hier in die Natural. Da soll ein Probe sterben. Da werden vermutlich Probes sterben, wenn ihr hier rechtzeitig reagiert. Die zwei Probes hier sind viel zu weit weg von allen Einheiten. Zumindest eine davon stirbt, die andere überlebt. Die kann Taten von der Schlacht erzählen, wie sie gegen 8 Linge überlebt hat. Mothership Course ist hier draußen, da soll es nicht mal auf den Pylon gehen. Der Pylon ist ziemlich leer, der Pylon wird auch fallen. Da führt nichts dran vorbei, wird wieder eingeladen. Und da geht's hier weg. Und Stalker ist jetzt hier da, soll den Overlord vertreiben. Und der schießt hier bloß drauf, was das Zeug hält. Stalker gibt hier alles. Eigentlich Overlord ist so ein fettes Viech, der braucht ein paar Shots, bis er stirbt. Allerdings unterm Strich ist der Schaden bei Thyrim eher gering. Eine einzige Probe nur verloren, zwei Dinge gekillt. Das ist vollkommen okay, das hatten wir schon wesentlich schlimmer im ersten Game. Das Zerg nimmt währenddessen seine dritte Basis, der Roach One kam auch schon durch und es kommen weitere Drones. Zerg hat natürlich nicht die beste Eco gehabt in der Zeit, weil er einfach auf einen sehr frühen Pool gegangen ist, seine Hatch lang delayed hat. Jetzt soll der Sache ein bisschen nachgeöffnet, jetzt wird noch ein bisschen hochgedroned. Mal gucken, was denn der weitere Weg vom Zerg ist. Er war bisher in diesem Spiel durchgängig der Aggressor. Einzig bei dem letzten Rauspushen von Thyrim im letzten Spiel. Allerdings, ob das wirklich so ein toller Push war, na, das darf jeder für sich selber entscheiden. Linge eiern jetzt hier hin und her. Bewegen sie jetzt hier an die Kante. Da wäre ein zweiter Overlord. Das heißt, wenn der auch noch Drop erforscht, dann. Genau, und der erforscht auch Drop. Sehr schön. Als würde er mir zuhören. Währenddessen Mothership Core hält hier unten an der dritten Rampewache. Alle Linge stehen hier drauf rum. Die warten, bis der Overlord fertig ist. Das ist jetzt auch, dann wird hier eingeladen. Dann soll es in die Natural gehen. Da steht eigentlich schon ein Stalker. Heißt, das könnte unter Umständen gut abgewehrt werden, wenn Thyrim da rechtzeitig reagiert. Währenddessen kommen jetzt auch schon die ersten Roaches. Creepster wird hier nach vorne gedrückt, dritte Hatch wird jetzt dann fertig. Eben, Shitoge hat hier so viel Zeit, um sich zu entfalten. Protoss hockt die ganze Zeit in seiner Base, hat noch nicht einmal versucht, wirklich rauszuschauen. Die Einheit, die sich am weitesten vorgewagt hat, bis zu diesem Zeitpunkt, war eine Probe.
Und die ist einmal um die Mainbase gefahren und dann ging sie wieder zurück. Overlord will jetzt hier rein. Kann wohl die auch ein paar Länge ausladen, bevor hier tot gesnappt wird. Da kommt ein zweiter Stalker mit dazu. Dann nimmt er schon mehr Damage. Da werden sie erst Linge ausgeladen. Overlord wird hier ziemlich lau, hat noch 24 Points. Jetzt geht er hier down. Verliert hier doch zwei, drei Länge von seiner Fracht. Allerdings erster Stalker wird hier gut surrounded und rausgenommen. Das soll sie an die Probes gehen. Zweiter Stalker kämpft jetzt hier alleinig ohne die Probes gegen die Linge. Das reicht auch nicht. Da fällt der zweite Stalker. Drei Linge sind noch übrig. Die rennen jetzt hier ein bisschen dumm rum. Die können jetzt größtenteils getötet werden. Da zieht wieder eine ganze Probe den entsprechenden Lingen hinterher. Das ist nicht sinnvoll. Cannon cleart jetzt hier allerdings die verbleibenden Linge. Eigentlich, ja, Thylum hat hier ein bisschen zuerst unterreagiert. Hat seinen Stalk und das Feld zu sehr überlassen. Darauf sind zwei Stalk unnötig gestorben. Danach hat er überreagiert und seine Probes alle mitgezogen. Und das hat ihm auch wieder Ego gekostet. Das darf man nicht vernachlässigen. Und dessen wartet jetzt eben ein ziemlich starker Push vom Zerg hier rüber. Er konnte sich eben ziemlich entfalten. Hat hier einiges mehr an Army Supply. 43 zu 18 momentan. Das sind ein paar Zealots und Zealots tun gegen Roaches erstmal gar nichts. Gegen Ravager auch nicht viel. Ravager hier sehen jetzt mal sich die Sache an. Kotzen auf die ersten Zealots. Warten sie auf den Rest ihrer Army. Da kommt ein Time Warp. Eigentlich Time Warp nach wie vor hat die Verzögerung. Wird nicht schnell genug gezündet. Den letzten Ravager interessiert es auch nicht groß. Da kommt der zweite Time Warp. Er nutzt also keinen Photon Overwatch. Seine Zealots werden jetzt hier rausgefokust. Stalker rennt hier panisch um sein Leben. Da ist ein Pylon, der eben den Eingang blockiert. Das schießt jetzt sogar noch drauf. Schießt auch lieber auf die Roaches. Das, genau das macht er jetzt auch. Jetzt geht es hier auf die Roaches. Die werden hier nach und nach, eine nach der anderen, wird hier gefokust. Allerdings Ravages sind jetzt hier mit drin. Das soll's. Ach, da ist ein Darkschrein gebaut worden. Ja, okay, das war ein bisschen greedy. Da werden jetzt gut Stalker rausgenommen. Allerdings, es sind jetzt auch einige Stalker da. Magischer Konflikt auch sein Bestes. Es sind nicht mehr so viele Stalker-Netten übrig. Allerdings, das Reinforcement ist auf dem Weg. Und nach fallen jetzt auch die Protoss-Netten. Da trifft man. Gute Kotzhaufen vom Ravager, trifft ein zweiter gute Kotzhaufen, die Stalker haben dadurch richtig viel Damage genommen. Die Probes kämpfen jetzt wieder gegen die Roaches und sterben dabei in Massen. Da kommt die nächste Ladung an Roaches und Tyrant flamed hier das jetzt zurück zu Brooder will, von mir aus kann er machen. Ja, Aggression sollte man verteidigen können, Junge. Photon Overcharge, nutze es. Sentries, nutze es. Naja, oder bau Immortals anstatt Dark Templar. Wäre auch ein sinnvoller Punkt. Dark Templar ist ein Tech-Weg, den man machen kann. Allerdings, der, wenn er mal gescoutet hätte, dass Roaches kommen, ihm nicht viel bringt. Aber ja, die Lektion muss er selber lernen. Auf jeden Fall, Chitoge, aka Kelsul, setzt sich hier mit einem 2:0 durch. Das ist der falsche Spieler. Das ist das richtige 2:0. Heißt, er zieht damit in die Round of 16 ein, wird dort gegen Tomikus spielen. Das Matchup kann ich schon mal verraten. Ich habe leider auch nicht alle Spiele aus der Round of 16. Allerdings, ich habe ein paar und ich glaube, da sind ein paar richtig geile dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.